das schon am Herzen, dass der Kindergarten erhalten bleibt, aus dem Grund, weil viel auch mit Natur dort gemacht wird, weil die Beziehung zwischen Erziehern, Eltern und natürlich auch das Wichtigste, die Kinder, ist schon einmalig. Er ist halt wirklich ein toller Kindergarten, oder? Was sagst du? Emilia ist ein ganz toller Kindergarten. Ne? In Kamps ist es halt, sag ich mal, ja, sehr familiär alles gehalten. Es ist natürlich ein kurzer Weg, vor allem, weil der Opa nämlich auch in der Woche öfter sie abholen muss. Wir würden uns natürlich sehr darüber freuen, wenn das in Kamps wieder alles so weit aufgebaut wird. Ich fühle mich wohl. Also ich merke, dass es Paul gut geht und die toben auch viel draußen und dürfen auch unserer Mama barfuß laufen und das finde ich einfach schön. Also die können einfach sein, die Kinder. Gefällt mir. Dass die Erzieher mit viel Liebe und viel Einsatz einfach den Kindern alles ermöglichen. Ich liebe die Kita. Ja, ich das Konzept einfach schön finde, dass es in einer Gruppe stattfindet und die Kinder füreinander verantwortlich sind und einfach auch mitmachen und einfach an dem Kindergarten und an dem ganzen Spiel und dem ganzen Alltag auch mitwirken. Und ich wünsche mir, dass Eddie auch noch wieder dort in den Kindergarten gehen darf und auch das Umfeld genießen darf, den Wiesenweg, den Park, die Nähe zu den Tieren, die ja dank des vorhandenen Stalls auch möglich ist und ja, die Forst, die da immer mitgewirkt hat und ja, den Kindern einfach ihre Umwelt gezeigt hat und die Natur und die Tiere und ja, das geht leider in der Stadt, ist das ja nicht so möglich und das fehlt einfach. Ich finde es traurig, dass so viele kleine Kindergärten zunichte gemacht werden. Also ich würde es schon schön finden, gerade auch für die Dörfer an sich, finde ich es nicht schön, dass so viele zugemacht werden. Ich wünsche mir, dass sie wieder eröffnet wird. Ich wünsche mir, dass der Kindergarten erhalten bleibt. Denn wir vermissen den Kindergarten wirklich sehr. Wir möchten, dass du zum Kamps. Dankeschön.